So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sturm Graz Karriere. Wir stehen hier im Achtelfinal Heimspiel bei minus 7 Grad und dem gegnerischen Trainer Mikel Arteta gegenüber und Arsenal. Es ist sehr windig, einfach perfektes Wetter für Sturm. David Butschka, hier 20 Jahre alt, hat sehr gute potenzielle Fähigkeiten, nachdem er letztens schon sehr gute Jugendspieler vorgefunden haben. Und wenn wir uns weiter so gut entwickeln und präsentieren in der Champions League, dann kann natürlich nichts Besonderes passieren. Schauen wir mal ins Taktik-Meeting. Jetzt ist da gestellt, sollte aber eher so sein, dass, wo ist ein Horvath eigentlich? Ich möchte gern Tommy Horvath aufstellen. Elias Havelding Ulreich, da ist Tommy Horvath, der ist unregistriert, kann nicht für das nächste Spiel eingetragen werden. Ja, das ist bitter. Aber dann schauen wir mal den Gegner so an. Co-Trainer. Ich habe es letztens gegen Real Madrid so gemacht. Hartes Tackling auf schwachen Fuß. Dann wird der auf schwachen Fuß und Pressing-Auslösung. Enge Manndeckung braucht man da nicht. Ich würde gern trotzdem mit Omid spielen und so spielen. Junior Adamu Bastia. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bin nicht großer Dinge, aber vielleicht überrascht mir ja die Mannschaft. Vielleicht überrascht mich hier im Heimspiel die Mannschaft. Wir haben 9 Millionen eingenommen, dadurch, dass wir ins Achtelfinale eingezogen sind. Jetzt ist die Champions League-Hymne. Los geht's! Französische Trainer haben sich unter den Zuschauern gemischt. Der hat sich ja nicht schlecht an. Wir spielen mit einem 4-1-2-3. 4-1-2-3. Wir haben natürlich die erste Chance. Das schaut auch nicht so schlecht aus. Schneckt natürlich um die Außen. Und das ist das 1-0. Manpreet Zakaria. Wunderbar nach 10 Minuten. Und das war wirklich lobenswert. Aber Arsenal wird sie natürlich gleich wehren und das hat nicht lang gedauert, die Führung. Schade. Viel zu schade. Gehen wir es natürlich wieder ermutigen. Wir haben zwei Torchancen. Und der XG-Wert ist bei uns bei 0,78. Steigt natürlich bei Arsenal mit der Zeit an. Dass die zwar immer summiert sind, Omic und Zakaria. Das ist sehr, sehr bitter. Natürlich kann ich das auch im 3D-Modus anzeigen lassen, aber so geht es natürlich ein bisschen schneller. Ein Unentschieden zu Hause wäre natürlich schon was Feines. Die haben erst einen Schuss aufs Tor. Und ich gehe meine Mannschaft natürlich kurz vor der Halbzeitpause natürlich loben. Das ist ganz klar verständlich. Aber da passiert nicht viel, außer dass die trämiert werden. Und Ulreich will ja auch nicht gerade eine wechseln. Lassen wir es einfach so, wie es ist. Das hat der Co-Trainer jetzt zum Bestimmen. Da lass ihn einpfuschen, Mannschaftssprache ist abbeendet und dann noch schaut man da in die zweite Halbzeit rein. Natürlich sind Omid Sakari und Fitz müde. Das müssen sie aber bis zur 60. aushalten. Meiner Meinung nach grandios gemacht von Schneck. Jetzt einmal ein Angriff von Arsenal. Na, schaut da mal noch nicht so aus. Lassen sie eher hinten einsperren. Aber kommen jetzt eh nach vorne. Zinchenko, das wird ein Tor. Na, nicht einmal. Maric ist da sehr gut gewesen. Aus der Ecke muss natürlich etwas Besonderes entstehen. So. Wir haben trotzdem mehr Schüsse aufs Tor. Junior Adamo hat 6,6. Das gefällt mir gar nicht. Wenn, dann müssen sie sich reinhauen wie der Schnecki. Puh, Gregory Wüthrich mit dem 2 zu 1. So, und jetzt, da würde ich mal sagen,
Gehst einmal loben und dann gehst taktisch wieder vor. So. Dann müssen die zwar noch ein bisschen durchhalten. Lazaro, die Positionen sind gefährlich. Max Johnston, Zakaria und Onsak. Fitz und so wenig Spieler da. So. Umic und Estrada. Jetzt kannst rein. Das ist ein Dreifachwechsel. So. Vierfachwechsel eigentlich. Lassen wir das nochmal durchgalten. Zakaria 3-1. Gregory Wüttrich. Ja, moin. Wahnsinn. Der Wechsel soll trotzdem durchgeführt werden, weil es ja frische Spieler sind, ist ganz klar. Fitz ist trotzdem müde, jetzt führen wir 3 zu 1. Kann ich da einen Wechsel noch durchführen? Ja. Fitz, da muss Team Ulreich hinein, das ist mir jetzt wurscht, den haue ich in die Pfanne, so wie damals Ferdinand Feldhofer gegen Olympique Marseille. Im 97er, 98er Jahr. So, ja. Die werden sie natürlich wehren. Das ist ganz klar. Es gibt keinen Elfmeter. Das wundert mich. Ulreich. Ulreich geht über die Position. Sehr schön gespielt. Da muss man natürlich loben. Gleich wieder Eckball. Und er kommt hinein. Team Ulreich. 4 zu 1. Wahnsinn. 4 zu 1, das ist wunderbar. Honsack spielt den sofort auf Ulreich ab und er zieht einfach nur ab und das Ramsdale einfach überwindbar natürlich. Keine Ahnung, was ich da zusammenrede. Sorry, Sherry. So. Wenn sicher mal da das ab. Junior Adamu mal aussieht, dafür kommt Vlodacic jetzt zum Schluss hinein. Perfekt. Vielleicht gelingt uns ja diese Sensation, um wenigstens 4 zu 2 oder 4 zu 3 zu gewinnen, wenn Arsenal da irgendwie. Boah, das war fast 5 zu 1. Wahnsinn. 4 zu 1 zu Hause zu gewinnen ist natürlich Wahnsinn. Respekt an die Mannschaft, oder? Gabriel Jesus. Ja, echt großen Respekt hier. 4 zu 1 gegen Arsenal zu gewinnen. Puh. Das war natürlich eine starke Leistung. Das war wirklich eine starke Leistung. Wow. Mikel Arteta enttäuscht über heftige Niederlage. Glanzvorstellung von Wüthrich. So, kann man der Mannschaft eigentlich komplette Pausen geben? Ja, Erholung. Das passt. Da haben sie eh 4 Pausen hintereinander. Die Taktik schaut folgendermaßen aus. Wir spielen mit einem 4-2-3-1, klar. Vier hinten, dann die zwei Absicherung. Wir bilden quasi im defensiven bei Block vier hintere Spieler und zwei vordere. Das heißt, wir im defensiven Block sechs Spieler und wenn Sakaria mit nach hinten geht, sogar acht Spieler, weil die zwei bleiben vorne. Beim Angriff gehen Schneck und Lazaro mit nach vorne, deshalb ziehen Böwing und Sakaria nach innen. Und dadurch haben wir dann sechs Stürmer vorn. Also das Umschaltspiel funktioniert sehr gut. Ball ausrollen, Konter, Gegenpressing, so wie im echten Spiel, höheres Tempo und so weiter und so fort. Das schaut im Aufbau, Spiel, Schüsse pro Spiel, Tore pro Spiel. Schaut auch nicht so schlecht aus. Ranieri, dann auch Frankreichs Trainer Urs Fischer. Hat er nicht irgendwo anders gespielt? Frankreichs Trainer Urs Fischer spielt beim FC Zürich.
zuletzt beim FC Zürich gespielt, klar. War da Kimpembe und William Saliba. Ja, wegen uns haben sie nicht geschaut. Ist ganz klar. Da schicke ich einen Co-Trainer, das passt. Es steht natürlich ein heftigeres Spiel vor uns. Das ist gegen Red Bull Salzburg und da können wir 3 Punkte wieder ausbauen. Das schaut dann gar nicht so schlecht aus. Also 3 Punkte ausbauen, 3 Punkte gewinnen. Wir haben noch 0 Niederlagen. Können da durch, weil wir ein Spiel mehr haben. Auf 13 Punkte Abstand gehen. Dann ist er Ruhe wieder. Ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal beim Spitzenspiel gegen Red Bull Salzburg. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao, Servus und grüß euch.